Hallo und willkommen beim Golfen mit Freude, der Kanal für Golfer mit Handicap 45 oder höher. Wenn du Zeit hast, etwas Golf zu üben und du bist nicht so ganz so sicher, was du machen solltest, kann ich dir stark empfehlen, die drei kürzesten Schläge in deine Tasche zu nehmen und dann die Halbschwungentfernung zu üben. Fast alle Golfer würden sagen, ein vollen Schwung mit einem Pitching Wedge ist viel einfacher als ein halb dosierter 40 Meter Schlag. Und das ist einfach so, dass die Mehrheit von Golfern sowas machen würden. So, stellen wir uns mal vor, wir haben 40 Meter zur Fahne und dann wird einfach aus dem Gefühl, manche sind visuell, manche sind Gefühlsmenschen und dann werden diese Sinn verwendet, um den Ball zu schlagen. 51 Meter, mein Ball ist über das Grün geflogen. Und das reicht einfach nicht aus. Und das Gute für dich ist, dass die Mehrheit von Golfern, vor allem Golfer mit höheren Handicaps, die trainieren diese halbe Entfernung gar nicht. Die sind meistens mit ihrem Driver auf der Driving Range unterwegs. Aber ich kann dir sagen, wenn du das kannst, wenn du bewusst einen Ball 40 oder 50 oder nur 30 schlagen kannst, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, deinen Mitspieler zu schlagen. Ich gehe aber erstmal aus, dass du den Ball gut triffst beim Pitchen. Das ist einfach super wichtig, dass du Ball und dann Boden treffen kannst. So, wenn das nicht der Fall ist, geh bitte zum Pro. Ich sage ein, zwei Sachen. Ich finde es sehr wichtig bei diesem Schlag, dass mein Kopf über den Ball ist. Ich möchte nicht den hinten haben. Weil da, wo mein Kopf oder wo meine Nase ist, da treffe ich meistens den Boden. Bitte denk daran, den Ball in der Abwärtsbewegung zu treffen. Das Gewicht wird nach links verlagert. Der Loft des Schläges kriegt den Ball hoch. Aber ich denke, du kannst diese Schläge. Aber kannst du die Entfernung? Damit du weißt, was du tun musst, bei den Halbentfernungen, bitte fang mit dem kürzesten Schläger an. Übrigens, die drei Schläge, die ich hier habe, sind Sandwich. Der hat 56. Ich habe einen Gap Wedge, der hat 52 und mein Pitching Wedge hat 48 Grad Loft. Es kann auch sein, dass du SP und 9 verwendest. Auch wunderbar. So, mit dem kleinsten Schläger bitte anfangen. Ich habe mein Sandwich und ich kann dir jetzt sagen, dass meine Halbschwünge mit meinem Sandwich, sie fliegen 40 Meter. So, wie ich das tue, ist folgendes. Vielleicht hast du gehört, du hast an die Uhr gehört, oder? Man muss bis 9 Uhr ausholen oder bis 10 Uhr und dann genauso weit durchschwingen. Das ist eine super Sache, aber manche Golfer haben Schwierigkeiten, erstmal zu wissen, wo genau ist 10 Uhr, 9 Uhr und das dann umzusetzen. Wenn ich jetzt das in Zeitlupe mache, ist es doch einfach. Aber mit Ball schwingt man meistens ein bisschen zu weit, oder? So, statt bis irgendwo da auszuholen, was ich tue, was ich meinen Schülern empfehle und was du unbedingt ausprobieren solltest, hol bitte so wenig wie möglich aus und dann schwing entschlossen durch. So, klar, man kann nicht bis da ausholen, weil dann muss ich richtig hauen. Ein bisschen weiter muss ich ausholen. So, ich denke, Hände ungefähr auf 8 Uhr, so wenig wie möglich. Und also weniger als das kann ich nicht ausholen, kann ich nicht tun. Und wenn ich so wenig wie möglich ausholen denke, oder wenn meine Schüler das denken, so haben sie die besten Chancen, die Rückschwunglänge zu wiederholen, statt halb zu denken, weil halb kann Viertel oder Dreiviertel sein.
einfach so wenig wie möglich und dann entschlossen durch. Guck mal, wie ich auf die linke Seite gekommen bin, wie mein Bauch zum Ziel zeigt. So, ich werde jetzt mit drei Schlägen, mit diesen drei Schlägen das machen. Und hoffentlich fliegen die Bälle meine Entfernung. Ich habe das schon öfters geübt und vielleicht kannst du davon was lernen. So, mein Sandwich bei dieser Methode schlägt den Ball 40 Meter im Schnitt. Okay, so wenig wie möglich und entschlossen durch. Bisschen zu viel, aber das ist um die 40 Meter. So, was ganz toll ist, ist, dass ich wirklich entschlossen durchschwingen kann. Du fragst dich bestimmt, ist es jetzt die Gesamtlänge, die wichtig ist? Oder ist es da, wo der Ball aufkommen sollte? Denk einfach Gesamtlänge. Das ist das Beste am Anfang. Ja? Die Grünen sind so unterschiedlich weich oder hart, dass ich finde, Carry, das ist die Fluglänge, das kannst du später machen, wenn du ein Handicap unter 10 hast. Aber in der Zwischenzeit einfach Gesamtlänge denken. Okay, so das war mein 40 Meter Schläger. Jetzt nehme ich mein Gap Wedge mit 52 Grad. Und wenn ich jetzt die gleiche Methode verwende, dann wird mein Ball 10 Meter weiter fliegen und er müsste um die 50 Meter sein. So kurz wie möglich und entschlossen durch. 49,5, das habe ich fast geschafft. Und das muss man einfach immer wieder trainieren. Ich bin sehr unzufrieden. Ich muss mich wirklich trauen, durchzuschwingen. Kurz durch. Da habe ich die 50. Okay, so, und jetzt zum Schluss nehme ich mein Pitching Wedge und ja, gleiches Thema. So, das Schöne ist, dass man die ganze Zeit die gleiche Bewegung übt. Und ja, meine Entfernung mit diesem Schläger müsste dann 60 Meter sein. Gesamtlänge. So, du merkst, mir wär's fantastisch, wenn ich jedes Mal genau die Entfernung treffen würde. Aber das ist ganz okay. Wenn ich bei 60 Meter nur einen 1,4 Meter Putt habe anschließend, dann werde ich sogar von dieser Entfernung Up und Downs schaffen. Also nur einen Putt nach dem Pitch. So, ich hoffe, dass das dir geholfen hat. Das so wenig wie möglich macht den Rücksprung konstant, die Länge. Ich glaube, das ist wirklich gut für dich und für mich. So, super, dass du dabei warst. Vielleicht hast du Interesse, auf eine Reise mit mir zu kommen. Im März gibt es eine Anfängerreise im Robinson Club in Portugal. Unten findest du in der Beschreibung einen Link. Und ich würde mich super gerne freuen, dich dort zu treffen und zu unterrichten. So, hoffentlich bis bald. Tschüss.